doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Willkommen zum neuen Video auf dem Kanal und yeah. Zwar wird heute ein Q&A, mein etwas anderes Video. Vor allem, weil die Leute auf YouTube halt nur meine... Ganz kurz, ich unterbreche, voll kacke. Ich hätte jetzt gerne mein Essen, was ich mir gerade bestellt hätte. Vlogs kennen und die lernen ja nicht mich kennen da, sondern einfach nur sehen meine Vlogs und ja, das war's. Die Leute aus den Streams, die kennen mich ja sowieso, da rede ich ja sowieso über jeden Scheiß. Und auf Instagram, da bin ich auch sehr offen. Auf YouTube wird nicht so viel von mir offenbart. Deswegen dachte ich mir und natürlich auch Inspiration bei Eli Jella. War cool anzugucken, so ein Q&A. Und ja, es ist jetzt interessant und außerdem geht mein Internet gerade nicht, deswegen konnte ich nicht streamen und ich nutze die Zeit, um irgendwas Produktives zu machen. Ich glaube, ich nehme auch gleich noch ein OmmeTV-Video auf. Auf jeden Fall lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr öfter dass du was sehen wollt, lass mich wissen. Beantwortest du mit? Nee. Manche Sachen ja, manche Sachen nicht. Versuch, möglichst viele Fragen ranzunehmen, ist nicht so. Sidney kann sein Fußballergehalt leaken, ich kann's nicht. Nur so diepe Fragen, auch so kurz knackige Fragen. Nicht so viele. Doch, komm, ich kann nicht. Also ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht, wo ich Fragen raussuche, ja. Fangen wir an. Es ist gerade hier, hat es wehgetan, die Bread zu machen, an meine schwarzen Kollegen, die auch Breath machen wollen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil alle immer meinten, es tut weh, dass es so richtig zieht an der Haut und sowas, aber bei mir ging es voll klar. Jetzt gerade spüre ich gar nichts mehr, weil es auch rauswächst und dann zieht es nicht mehr so doll. Hat insgesamt 4 Stunden gedauert. Ich habe bis hier naturelle Haare, der Rest ist Extensions und hat ungefähr 110 Euro gekostet oder sowas. Also war sehr zeitintensiv und relativ teuer, aber ja. Silvesterplan ist... Wir dachten uns, also erstens, weil wir zu viele Freunde sind oder wir sind zu viele, um in den Club zu gehen. Und zweitens waren wir schon 1000 Mal im Club und das ist eigentlich immer das Gleiche, ob man da Silvester feiert oder woanders. Nee, ob man da Silvester feiert oder ein normaler Tag im Club, das merkt man halt nicht, weil man nicht draußen ist und so. Und das ist halt immer das Gleiche. Deswegen dachten wir, wir machen was Eigenes so. Wir haben eine Location gemietet, laden da halt die Jungs ein, mit denen wir was machen wollten. Unter anderem natürlich auch Eldos zum Beispiel, wo es auch schon einen Freekill gibt. Als ob. Ich versuche irgendwie die besten Voraussetzungen zu machen, dass alle Spaß haben werden, dass er doch Spaß hat und ja, also wir kommen da, glaube ich, was Lustiges auf die Beine. Eli wird kommen, Willi wird kommen, Jordan, Marlon, Bila, da, da, die ganzen üblichen. Ja, wird, denke ich mal, ganz lustig. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Vlog machen werde. Zeugnisse, wie warst du in der Schule? Kein Vlog. Warst du in der Schule? Stimmt, die Leute hier, die wissen sowas ja nicht. Ich kam in die Schule, in der ersten Klasse und ich war schon da viel weiter als die anderen, weil ich halt zweisprachig aufgewachsen bin. Digga, das denkt man bei Sydney nicht, ne? Aber Sydney ist halt echt clever, ne? Sydney ist echt fucking clever. No cap. Also der ist wirklich clever. Mäßig, so man hat in der Schule bis 2010 gelernt und ich konnte auf Englisch bis 110, so mäßig. Deswegen war ich in Mathe und so auch voll gut. Ich habe da Aufgaben von der 3., 4. Klasse schon bekommen, in der 1. Klasse. Essen. Musste dann IQ-Test machen. Ich bin hochbegabt, vielleicht war zumindest hochbegabt, keine Ahnung, was da abgeht. Also ich bin ein sehr intelligenter Mensch, ne? Meine Durchschnitte waren immer so in der Schule, also Grundschule ist ja in Berlin 1. bis 6. Ja, ihr seid cool, bis 4. Klasse nur bei euch, ja super. Ich hatte immer so 1,7er, 1,8er, 1,9er Schnitt oder sowas. Bin dann aufs Gymnasium gegangen nach der 6. Hatte dann auch so. Digga, das 1,9. Ist so weird, dass man in Berlin bis in die 6. Klasse geht. Das ist so verkehrt. Dann bin ich zu Hertha gewechselt in dem Jahr und dann ging es so ein bisschen bergab. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. So. Ich glaube, weil die Jungs bei Hertha nicht die hellsten waren. Die waren gut an der Pille, aber nicht gut im Kopf. Hä? Auf jeden Fall hatte ich dann so 2 Einser, 2 Dreier, 2 Vierer, 2 Fünfer. Ging immer ein bisschen runter. Hab dann aber noch mein MSA dort gemacht, also mittleren Schulabschluss mit 1,9 oder sowas. Und bin nach der 10. dann auf eine Sportschule gewechselt, weil ich halt auf dem Gymnasium nicht mehr Freigaben bekommen habe, wenn ich zur Nationalmannschaft musste oder sonst was. Da war ich jetzt so 16 Jahre alt oder sowas. Und auf der Sportschule, die sehen das halt gerne, wenn ich von Nazio eingeladen werde oder so und dann kann ich da hin. So, die sehen das gerne, für die ist das cool und dann lassen die mich hin. Und außerdem wollte ich 3 Jahre Abitur machen, weil ich dann mehr chillen kann. Ja, dann war ich bin auf die Pölscher-Schule gewechselt. Also ich war an dieses interessiert, in Grundschule in Bärwinkel, dann nach Hans-Karossa-Gymnasium. Und dann war ich auf der Pölscher ab der 10., wo ich in der Klasse war mit Jordan und Co. Ja, und wir hatten, also ich hatte halt viel Wiederholung, was ich schon in der Schule gelernt hatte, was ich schon im Gymnasium gelernt hatte. Hat ja noch der Gesamtschule nochmal so. Ich konnte gefühlt alles. Ich war immer so einer, ich habe mündlich nicht so viel mitgemacht. Ich habe immer mehr Scheiße gemacht mit den anderen. Ich hatte 4 Hertha-Spieler in meiner Klasse. Wisst ihr, wie uncool das ist? Und wie Lehrer uns hassen, wie Lehrer die Fußballer dann hassen, weil wir nur Scheiße machen. Ja, also mündlich hatte ich immer so 3, 4 oder so. Die Lehrer wussten, dass ich schlau bin, aber ich habe mich nicht wirklich angestrengt mündlich. Schriftlich hatte ich immer so 2 oder so. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Faulheit.
Ich fand, für mich war es extrem schwer, sich für die Schule zu begeistern. Also, dass es dann am Ende so 9 Punkte wurde, so 3 plus oder so. Am Ende, mein Abiturschnitt ist 2,7. Meine Prüfungsfächer waren Sportwissenschaft, Englisch. Meine dritte PK war Mathe. Ich habe Mathe schriftlich genommen, weil ich keinen Bock hatte, 16 Seiten zu schreiben in Deutsch und dann trotzdem eine 4 zu bekommen. Deswegen habe ich Mathe genommen, weil ich mag Mathe, ich bin gut in Mathe. Vierte Prüfungskomponente war mündlich. Wisst ihr, in was ich geisteskrank war? Referate, Vorträge oder sonstige Kacke. Ich war mündlich 10-mal besser als schriftlich. No cap. Erdkunde, ich bin das größte Erdkunde-Brain, ich liebe Erdkunde. Und fünfte PK war Physik. Ich hatte fünfte PK ist bei uns Vortrag, da hatte ich einen Vortrag über Aerodynamik in Physik. Das war mein Abitur und meine Schulzeit. Abiturabschluss 2,7. Also ich war da schon Fußballprofi. So. Für mich war nur noch so, ich mache mein Abi fertig, dann habe ich mein Abi gemacht. So, alles andere wäre verschwendet, wenn ich kein Abitur mache, damit ich, falls irgendwas ist, studieren kann. So. Richtig viele Fragen nach Jürgengröße. Ich habe gerade einen Zollstock gesucht, sogar weil es mich auch wirklich interessieren würde. Aber ich habe keinen. Ich weiß, dass ich hier mal irgendwas vermessen habe und sowas. Und dass ich einen Zollstock habe. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Also Real Talk, ich weiß, dass ich früher mal in der Schule gemessen habe. Da war es 17,5. Ja, also da war es 17,5. Aber da war ich klein. Ja, klein City. Ich so 15 oder so 14, keine Ahnung. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass da noch viel dazugekommen ist. Was ich sagen kann, wenn er nicht irrigiert ist, ist es eine 10 oder so. Es ist ein blutiger Pen, also es ist ein Blutding. So, so viel dazu. Ich versuche auch so viel. Ihr wisst, mir ist sowieso nichts peinlich, ich erzähle eigentlich jeden Scheiß. Willst du in Zukunft Kinder haben? Digga, langsam wird man einfach alt, ne? Ich bin 24. In so 5 Jahren oder so bin ich gar nicht mehr hip. Ich bin nicht Korall. Langsam kommen auch solche Fragen. Willst du in Zukunft Kinder haben? Ja, ich hätte gerne 2 Jungs. Einer heißt Jalen. Meine Tochter wüsste ich nicht so richtig, wie ich mit der spielen kann und so mit Jungs. Ich kann so gut mit Kindern umgehen. Ich kann so gut mit Kindern spielen, weil es mir auch sehr... Es ist so weird, wenn Sydney über Kinder redet. Wisst ihr, was ich langsam glaube? Ich habe langsam das Gefühl, Sydney wird erwachsen. Selber Spaß macht, glaube ich. Ziele fürs nächste Jahr. Ich bin einer, keine Ahnung, ich mache mir nie Ziele. Nee, also ich hatte auch als Fußballer, nie Ziele. Also was da mein Mindset ist, zum Beispiel als ich Fußballer war, war nicht mein Ziel. Ich will Fußballprofi oder ich will eines Tages Premier League sein und ich will eines Tages Fußballprofi. Ich sag, Sydney ist auch verliebt. Werden so. Ich habe einfach immer versucht, also man muss von Tag zu Tag denken und jeden Tag einfach das Beste geben, was möglich ist. Und so bekommt ihr das für euch beste Resultat. So, wenn ich jeden Tag richtig gut trainiere, so ich habe Training, ich trainiere gut. Nächsten Tag, was nehme ich mir vor? Ich trainiere gut. Bob, ich trainiere gut. Dann am Wochenende spiele ich Stamm, was nehme ich mir vor? Oder was versuche ich einfach so gut zu spielen, wie es geht? Immer so einfach denken, von Tag zu Tag denken, immer das Beste draus machen und so bekommt ihr sowieso das beste Resultat für die Zukunft raus und ihr seid nicht enttäuscht, falls irgendwas nicht klappt oder so, sondern ihr habt euer Bestes gegeben. Das war immer mein Mindset dazu, also beziehungsweise beim Fußball und so, dass ich mir nie da irgendwie Ziele gemacht habe. Es wäre natürlich schön, dass sowas, oder man kann sowas so absehen, da könnte es hingehen, da könnte es hingehen, aber wo es im Endeffekt hingeht, das ist sehr, sehr, keine Ahnung, es ist schwer zu wissen, wo es hingehen kann. Man kann nur sein Bestes geben. Ja. Mein erstes Mal war mit 14, das ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht erzähle. Größte Motivation. Sei ich auch offen und ehrlich, würde ich auch nicht erzählen. An seiner Stelle. Meine Familie stolz zu machen, sowas wie jetzt an Weihnachten, den schöne Sachen zurückgeben, den Eltern was zurückgeben. Sowas motiviert mich auf jeden Fall. Denn natürlich einfach, dass man abgesichert ist für die Zukunft. Man muss ja irgendwas machen. So, was motiviert euch in die Schule zu gehen? Natürlich, dass ihr einen Abschluss bekommt und etc., damit ihr Grundbausteine habt fürs Leben. Es wird auch ab einer gewissen Größe oder so, hat man auch so ein bisschen Verantwortung der Community gegenüber oder seiner Fanbase gegenüber, dass die, ja, keine Ahnung, es motiviert, also es macht Spaß, euch lächeln zu sehen, euch zum Lachen zu bringen, euch zu unterhalten und da ist es einfach auch eine Motivation, das wieder zu tun, keine Ahnung. Also es macht Spaß auf jeden Fall. Den Real Talk bekommt man eigentlich immer erst besoffen am Ende eines Vlogs. But my bro spitting facts. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Oder es gab schon bei mir oft Zeiten, wo ich fast angefangen habe mit YouTube. An alle, die anfangen wollen mit YouTube, macht's einfach. Ihr habt nichts zu verlieren, dann ist es einfach. Oder solange ihr nicht zu viel Energie reinsteckt, könnt ihr es machen. Und nicht enttäuscht seid, wenn es nicht klappen sollte. Sondern macht es aus Spaß und nicht um Geld zu verdienen, nicht um, keine Ahnung was, nicht um Fame zu werden, sondern einfach nur, weil es eure Leidenschaft ist, weil es Spaß macht. Weil ihr sowieso zockt, irgendwie so. Ich bin schon immer der größte YouTube-Freaker. Also ich gucke schon immer YouTube, Ultimate Team-Videos, COD-Videos, Visca Barca früher, Ernie früher, bla bla bla. Ich bin einmal bei Ernie hat eine Story gemacht, dass er in Mallorca ist. Ich bin nach Mallorca geflogen. Das wissen auch nicht viele. Das habe ich
schon aber tausendmal erzählt. Aber zum Beispiel hier bei YouTube, ihr wisst das glaube ich nicht. So, ich bin so ein richtiger YouTube-Freak gewesen, ne? Ich hatte auf dem Weg zum Fußballprofi, habe ich relativ viel Zeit gehabt, so wie auch als ich Fußballprofi war. Und habe viel gezockt. Ich hatte jedes Jahr in Ultimate Team 1000 Spiele und sonst was. Und in meiner Klasse haben wir nichts anderes gemacht, als Team zu basteln, irgendwelche Hybrids. Und getradet und sonst was. Wir wollten dann irgendwann auch mal so einen Account machen, wo wir Trading-Tipps geben, bla bla bla. Haben wir aber nicht umgesetzt, da war ich so 13 oder so. Mit 15, 16 mit Jordan und Julius, weil die beiden auch, also Julius Kade. Julius Kade, yeah, yeah. Kade, Jordan Turunariga, weil die halt auch sehr, sehr viel mit YouTube am Hut haben und auch sehr, sehr viel gucken. Hatten wir die Idee, einen YouTube-Kanal zu machen, der hieß Milchschnitte.tv. Ich, Julius in der Mitte und Jordan. Jordan war für lustige Sachen verantwortlich, Julius war für gutes Gameplay verantwortlich und ich war für Trading-Tipps verantwortlich. Also so war es geplant, ne? Und nebenbei wollten wir halt unsere Stories erzählen, wie wir Fußballprofi werden und oder wie es gerade läuft. Wir haben jetzt gegen RB Leipzig gewonnen, wir sind jetzt Erster da und da. Jordan ist jetzt zum ersten Mal beim Profi-Training. Das ist eigentlich voll cool gewesen. Das war ab 15 und alle drei wurden sogar Profi. Also es wäre, glaube ich, auch vorab gegangen irgendwie. Also habe ich das Gefühl. Und das war meine zweite Überlegung. Und dann war die dritte, dass Eli damals zu Hertha gekommen ist, also wir kannten uns ja schon vorher. Eli ist zu Hertha gekommen und war E-Sportler und sagt dann zu mir, ja, ich muss YouTube machen und fuck. Und der meinte, hä, ist doch voll geil. Endlich habe ich jemanden, der das wirklich so machen muss und so. Und dann konnten wir es endlich mal umsetzen. Aber ich glaube, ich habe davor schon YouTube-Videos gemacht, aber halt über meine Playstation mit Share Factory. Ich habe immer so Clips gespeichert, dann mit Share Factory in unserer Playstation-App geschnitten. Dann habe ich meine Fortnite-Highlights hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das davor war oder danach, auf jeden Fall auch. Das war mein Anfang mit YouTube, so richtig random. Einfach nur damit meine Mannschaftskollegen, also Momo, Matthew Lecky und sowas. Matthew Lecky hat übrigens bei WM Tor gemacht und Vorlage und so. Mit dem haben wir immer gezockt. Lazaro, Mitchell Weiser, damit die... Wir haben uns immer gegenseitig gebettelt, wer der Beste ist in Fortnite. Hier, vor 4 Jahren. Ja. Da kamen immer so Highlight-Videos von mir selber gecuttet. So habe ich angefangen mit YouTube. Und dann war hier zum Beispiel mein erster Stream. Davor habe ich einmal einfach mit Playstation gestreamt über diese Share-Taste und war auf YouTube online. Irgendwann bin ich dann auf Twitch gegangen. Und ja, so sah ich da aus. Digga, da hatte ich 6 Zuschauer oder so. Ich habe 2 Jahre lang mit 6 Zuschauern gestreamt oder sowas. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Und immer Clickbait des Grauens gemacht. Fußballprofi spielt Fortnite. Mit Jordan, Marlon und Michael. Immer die gleichen. Also so war mein Anfang mit YouTube. Einfach das machen, weil es euch Spaß macht, Leute. Nicht, weil ihr irgendwie Fan damit werden wollt, weil ihr Geld verdienen wollt oder so. Sondern einfach, weil ihr eine Person des öffentlichen Lebens vielleicht sein wollt. Weil ihr irgendwas der Welt mitgeben könnt, was cool ist. Oder weil ihr einfach Game mögt. Und also bei mir war das Ding. Ich habe sowieso gezockt und ich habe einfach nebenbei immer die Kamera angemacht. Habe dann gestreamt. Also Stream ist ja sowieso. Bei mir waren ja keine Zuschauer drin. Dann ist es gar nichts anderes, als wenn ich einfach so mit meinen Jungs zocke. Dann hast du deine erste Freundin. Auch so ein Thema. Ich hatte noch nie eine Freundin. Oder meine Einstellung dabei war immer erstens. War, Chat. War. Ja, Pfiff-Legende, ja. War. Das war die Einstellung dazu. Aber das Ganze hat sich geändert. Ist man zu jung, bis man 18 ist oder so, weil man sowieso wahrscheinlich nicht zusammenbleiben wird. Es gibt Ausnahmen, ich weiß. Aber die meisten Beziehungen, die gehen dann so ein halbes Jahr maximal und dann war es das. Und ja, that's it. Zweiter Punkt ist, dass für mich stand immer im Vordergrund, erstens, dass ich mir die Schule fertig mache. Dann, dass ich mich auf Schule konzentriere. Zweitens, dass ich Fußballprofi werde, dass ich mich darauf konzentrieren kann. Und drittens war dann, dass ich Fußballprofi bleibe. Also wenn man Fußballprofi unterschreibt, hat man ja nicht gleich alles geschafft, sondern man hat es ja gesehen bei mir. Man muss dann natürlich immer noch viel Gas geben, viel in seinen Körper investieren, viel Zeit investieren. Das war der dritte Punkt. Und vierter Punkt ist nach Fußballprofi. Ich grinde Social Media durch. Und meiner Meinung nach würde eine Frau oder eine Freundin dabei zu viel Zeit kosten. Ja, Melle und so. Ja, cool. Es gibt auch, natürlich gibt es so Situationen wo sie dabei unterstützen kann und sowas. Aber keine Ahnung, für mich war es nie so. Ich treffe mich nicht mit Frauen. Ich bin gar nicht daran interessiert, irgendwelche kennenzulernen, weil ich sowieso keine Beziehung haben möchte, weil die zu viel Zeit kosten würde und ich könnte nicht genug Aufmerksamkeit schenken, weil ich eigentlich jede freie Sekunde lieber arbeite, streame oder sonst was. Als Fußballer war ich kaputt nach dem Training, hätte dann keinen Bock gehabt, zu meiner Freundin zu fahren und sowas. Deswegen keine Ahnung. Also ich habe immer die Jahre von so 16 bis 25, 26 entscheidet sich, wo es für einen Leben hingeht, was man beruflich macht, worauf dein ganzes Leben danach basiert. Und für mich sind das die wichtigsten Jahre. Danach ist genug Zeit. Das ist meine Einstellung dazu und ich möchte nichts eingehen, wo ich einfach nur weiß, okay, ich mache jetzt einfach mal gucken, was wird, sondern wenn ich eine Freundin habe, dann will ich die auch heiraten und aber im Moment kommt es gar nicht dazu, weil ich mich sowieso nicht mit welchen treffe und ich lerne auch keine kennen, deswegen kann ich mich auch nicht verlieben. So. Und man muss sagen, langsam komme ich in Alter. Aber wie viel Zeit investiert man, um Frauen kennenzulernen für eine Nacht?
das ist die Frage, was für ein Typ du bist. Ich glaube, Sydney muss jetzt nicht viel Zeit investieren, aber trotzdem will ja die Gegenseite Aufmerksamkeit. Also ich glaube, jeder, der eine Freundin hat, weiß, dass man der Aufmerksamkeit schenken muss und so. Da habe ich schon so eine kleine Ausschau, wer potenzielles Wifi sein könnte. Aber ich bin so wählerisch, also so schwer, dass ich überhaupt eine kennenlernen würden wolle. Ist echt hart bei mir. Die kleinsten Dinge fucken mich halt ab. Und deswegen, also ich bin sehr, 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 sehr wählerisch. Wichsen im Stehen oder Sitzen, ich bin ein Steher. Hä? Also die meisten liegen doch, oder? Also was ich immer mitbekomme, wenn ich Abstimmungen mache oder so. Alle kein liegen. Kein Typ, aber danke, Bro. Hey, I got you, fam. Aber das ist doch verscheiße, sich selber anzuwichsen. Immer, wenn es dazu kommt und der finale Schuss kommt, steht auf, spannt den Arsch ein, bisschen die Füße einwinkeln und die Zehen bisschen einkrampfen und weg. No cap, das ist so Meta. Checkt ihr, was ich meine, wenn die Füße so leicht Hast du geplant, noch mehr Tattoos zu machen? Eigentlich schon. Also eigentlich will ich meine Hände voll machen. Also hier, meine Hände voll machen. Ich will, mein Bizeps habe ich freigelassen, weil das weh tut. Ich habe meinen Bauch frei. Ja, ich auch. Hier bin ich ja full. Mein Bauch ist frei. Hier habe ich ja nur die Feder. Hier, Hals, Nacken, irgendwie sowas. Ich bin im Moment gar nicht auf Suche nach Motiven und sowas. Und deswegen kommt da auch gar nichts dazu. Seit 2 Jahren oder sowas habe ich eigentlich gar nichts mehr dazu gemacht. Obwohl ich Tattoos richtig, richtig cool finde. Kam in letzter Zeit nicht dazu. Aber ich will unbedingt neue Tattoos. Also ich will wirklich unbedingt neue Tattoos. Ich will meinen Rücken machen, unbedingt meinen Rücken und mein Oberschenkel so ein bisschen. Aber Digga, ich habe gefühlt nicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht, die Zeit, keine Ahnung. Das ist mein Vater, sein Name, mit einer Krone. Das ist meine Mama, ihre Blindenschrift, also ihr Namen in Blindenschrift. Hier ist ein Löwe mit den Koordinaten, wo ich geboren bin. Und drüber steht Trust the Process. Ist deine Mutter blind? Nein, aber ich wollte nicht so römische Zahlen oder so. Hier habe ich meine Initialen. Hier, hier, hier habe ich die Sternzeichen meiner Familie, von meiner Oma. Und von meinem Onkel. Die Koordinaten, wo meine Oma wohnt, aber das sieht man gerade nicht, auf meine Oberschenkel. Und ja, und als nächstes will ich den Rücken machen. Offen, also ich hab Bock, aber ich weiß nicht was. Wofür bist du dein Leben besonders dankbar? Am meisten meiner Mama, oder allgemein natürlich Familie, weil die mich immer unterstützt haben und sonst was. Und ohne die wäre ich nicht hier, das sagt man zwar immer, aber ist so. Zum Beispiel, dass meine Mutter mich früher jeden Tag, oder ich bin ein 8-jähriger kleiner Pisser und ich spiele in der U9. Und meine Mutter fährt mich um 6 Uhr morgens auf den Samstag, wo sie die ganze Woche durchgearbeitet hat, fährt mich am Samstag um 8 Uhr morgens bei Eiseskälte einmal durch Berlin. Muss dann dazu gucken, eine Stunde, wie ich irgendwie gegen irgendwelche 8-0 gewinne und 3 Tore mache. Und fährt mich wieder zurück. Einfach an ihrem freien Tag, um zu früh, und ich weiß ganz genau, dass ich schon ein bisschen angepisst. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wirklich Kinder hat. Also ich denke, man macht dann wirklich alles für die. Aber wenn ich mir das so vorstelle, so, die arbeitet jeden Tag, die hat immer von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gearbeitet und dann an dem freien Wochenende mich immer irgendwie durch halb Berlin fährt um 8 Uhr morgens oder so noch. Also das, ohne sowas wäre ich natürlich zum Beispiel kein Fußballprofi geworden, dann wäre gar nichts zu bekommen. Aber sowas checkt man erst, wenn man groß ist, für was man alles dankbar sein sollte oder wie gewisse Situationen sind. Das checkt man erst, wenn man groß ist, also wenn man größer wird. Auch so, wie cool die Schulzeit war zum Beispiel. Wie cool es einfach ist, so, du gehst einfach zur Schule, kommst nach Hause, guckst Fernsehen, hast keine Sorgen, hast gar nichts. Ich schwör, das klingt blöd. Das Einzige, was einen halt gestresst hat, waren Noten. Digga, gelernt habe ich eh nicht. Ich hatte immer nur Stress an den Tagen, wo wir eine Schulaufgabe geschrieben haben oder so. Das war ein Stresstag und wo ich die Note bekommen habe. Aber sonst war ich jeden Tag mit meinen Freunden, dann bin ich ins Training gegangen und so. Also Real Talk, genießt die Schule und im Endeffekt müsst ihr euch eigentlich, oder nein, ihr müsst eigentlich nur lernen. Das Einzige, was ihr ein bisschen Zeit investieren müsst, ist lernen. Und ich rede nicht von 7 Stunden lernen und sich hinhocken, sondern glaubt mir, 1 Stunde intensiv lernen, Handy mal zur Seite legen, bap, bap, bap. Ihr lernt um, keine Ahnung, von 14 Uhr bis 15 Uhr und habt dann aber immer noch den ganzen Tag.
So, ich schwör's euch, wenn ihr älter seid, es gibt so viel kranke Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Es gibt Leute, die schauen sich einmal was an und haben das sofort verstanden. Sofort. Digga, bei mir, ich hab mir die Sachen angeschaut und ich hab Spanisch verstanden. Spanisch. Mir fehlt auch die, ich kann mich nicht so lange konzentrieren. Eine Stunde konzentrieren und danach kann mich ein Stift faszinieren. Also wirklich. Dann kann ich mit dem Stift mich eine Stunde beschäftigen. Raus einfach mit deinem Kumpel, rufst ihn an. Hallo, ist das nett, ist Jonas da? Und dann sagst du, Jonas, wollen wir Fußball spielen gehen? Ja, okay. Dann trifft man sich, also einfach so mit Haustelefon und so. Ja. Dann geht man raus, geht Fußball spielen, man kommt wieder nach Hause. Man setzt sich hin, Essen ist fertig von Mama. Boah, das Leben war so geil. Genießt das wirklich. Es wird immer erzählt, bla bla bla. Man denkt so, ja, ist scheiße Schule, aber trust. Später hast du viel mehr Verantwortung und sowas. Es ist nicht so nice wie... Jeder, der mir damals gesagt hat, genießt die Schulzeit und so, wenn du erwachsen bist, dieser Basic-Spruch, genieße noch, solange du jung bist. Jedes Mal habe ich mir gedacht, halt die Fresse. Ich will das machen, worauf ich Lust habe und ich habe keinen Bock, mir von irgendjemandem was zu sagen zu lassen. Teilweise war es ja auch so, wenn man jung ist, aber Real Talk, es ist Prime-Zeit. Prime-Zeit. Wie jetzt, Kind. Tipps für Leute, die wenig Selbstbewusstsein haben oder sich unwohl fühlen, ihren Körper. Andere Leute interessiert es meistens gar nicht, wie ihr äußerlich aussieht oder so. Die mögen euch wegen eurer Person und ihr interessiert euch auch nicht, wenn... Oder ich hatte zum Beispiel früher eine fette Zahnlücke. Ich war Ronaldinho, ich war Hasenzahn, scheiß drauf, alles Mögliche. Ich konnte zum Beispiel, mögte Ronaldinho nicht, weil er eine Zahnlücke hat? Nein. Lacht ihn aus? Nein. So, er ist trotzdem der gleiche Mensch oder ihr liebt ihn trotzdem alle. Bei mir war es so, ich habe mich dann nicht getraut so zu lachen oder ich habe mich unwohl gefühlt, wie du geschrieben hast, wenn ich gelacht habe mit Zähne zeigen, weil die dann meine Zahnlücke sehen. Aber die Leute wissen sowieso, so zum Beispiel, wenn es deine Freunde in der Klasse sind, bei solchen habe ich mich ja geschämt, die wissen sowieso, dass du eine Zahnlücke hast. Da musst du dich nicht schämen, Digga. Du lachst ganz normal, weil die akzeptieren dich so, wie du bist. Und ich habe da immer versucht, nicht mit Zähnen zu lachen und so, weil das sonst die Leute sehen. Aber die haben davor, die wissen, glaub mir, die wissen davor schon, dass ihr es habt. Oder wenn jemand, ihr redet mit jemandem oder ihr lernt jemanden kennen beim Fußballspielen und der hat Pickel, dann ist dem einen unangenehm, weil er Pickel hat gerade oder Akne oder sonst was. Aber der andere denkt sich nicht, der Pickel, ich bin nicht mit dem Fußball, was mit dem? Man denkt sich, oh cool, Mensch, der hat einen Pickel. Oder der hat hier Leberfleck oder so. Oh cool, der hat einen Leberfleck. Man akzeptiert einfach Menschen so, wie die sind. Oder man sollte es auf jeden Fall tun. Ihr werdet auch akzeptiert von den Leuten, wo es wichtig ist. Also so Leute, die es nicht akzeptieren, die braucht ihr sowieso nicht in eurem Leben. Und so Freunde und sowas, da juckt das 0,0. Wenn du da, keine Ahnung, O-Beine hast, so wie Eli, denkst ihr, ich mag Eli nicht wegen O-Beine. Manche schämen sich vielleicht, weil die O-Beine haben. Ist doch, alles ist menschlich, Leute. Man kann nichts dafür. Okay, Eli schon, weil er läuft schon mit Absicht. Oder meine Zähne sind schief oder sonst was. Man kann ja nichts dafür. Es ist menschlich, man wird so akzeptiert, wie man ist. Wenn nicht, sind es Opfer. Fertig. Braucht ihr nichts mit den Menschen zu tun haben und diese Meinung müsst ihr euch sowieso nicht interessieren. Lieblingsrapper aktuell oder Künstler? Ich kann euch mal meinen Apple Replay zeigen. Ja, Leute, ich habe Apple Music anstatt Spotify. Meine Top Artists dieses Jahr waren Playboi Carti auf der 1 mit 5000 Minuten, also schon Abstand. Dann Drake, aber Drake hat 3 Alben gedroppt oder sowas. Gunna hat ein Album gedroppt. Lil Baby hat ein Album gedroppt. So Faygo. Faygo, Leute, kann ich euch sehr ans Herz legen. So Faygo, super upcoming Artist von Cactus Jack sein. Sogar mehr als Juice WRLD. So Faygo hat auch ein super Album gedroppt. Ich finde Cardi cool, aber ich feiere nie so geisteskrank. Niemals. Cards, könnte ich anhören. Off the Map, super Lied. Hell yeah, super Lied. Dann Juice, 2000 Minuten. Irgendwie höre ich Juice nicht mehr so viel, Leute, muss ich sagen. Weil ich alles schon zu oft gehört habe. Dann Lil Durk, 2000, der hat auch ein Album gedroppt. Mit What Happened to Virgil, eines der besten Lieder dieses Jahr. Dann Future, hat auch ein Album gedroppt. Puffin und Zudi, super Lied. Wait for You, super Lied. 21 Savage und Travis Scott. You know what I'm saying? Super Liste eigentlich. Album, Holla the Red, Drip Season, Forever. Also ist das. Drake Album, Lil Durk, So Faygo. Lil Baby Album. Die Lil Trendsetter von Colin O'Reilly und Ruddy. Falls ihr Musik oder sonstiges braucht oder wollt oder so, ja, gibt Sydney Friede bei Apple Music ein, zusammengeschrieben, klein. Und da auf die New Playlist zum Beispiel, da sind eigentlich immer die neuen Lieder unten, die gut sind, mach ich da rein. Aber ich habe da lange schon nichts mehr reingemacht. Also falls ihr Musik braucht oder so, ihr ist auch noch ältere mit guten Liedern, 2017, Highlights, 2018, sind immer die Lieder, die ich am meisten gehört habe, 2020, 2021. Was hast du als Fußballer verdient? Ist immer so ein sensibles Thema, ne? Oder das ist so eine der Sachen, die euch... Digga, ich glaube, Sydney kannst ja droppen, weil er ist ja nicht mehr aktiver Profi. Also... Wenn ich jetzt Sydney wäre, würde ich
1:1 rauskloppen, was ich verdient habe. Bestimmt interessiert. Mein erster Vertrag bei Hertha meinen ersten Vertrag habe ich mit 14 unterschrieben in der U15. Da habe ich 200 Euro oder sowas verdient. Das war schon sehr viel für 14 Jahre alt oder so. 200 Euro im Monat zu bekommen, einfach so. Konnte ich mir Schuhe kaufen oder so. Ich hatte auch schon einen Nike-Vertrag. War auch einer der ersten so aus oder mein Alter, die einen Vertrag bekommen haben. Ja, also ich habe dann 200, 400, 600, 800, 1,8 oder 1,2. Irgendwie so. 1,8 war mein letztes Jahr. So viel habe ich verdient irgendwie als Jugendspieler. Als Profi. Ich war ja bei Hertha, ich war in Belgien, ich war in Wiesbaden, ich war in Slowakei. Ich habe eigentlich überall ungefähr so fünfstellig verdient, auf jeden Fall. Also Grundgehalt so 10 bis 20.000 ungefähr habe ich immer verdient bei dem Verein. Brutto. Plus Prämien, aber Hertha habe ich keine Rolle gespielt. Beziehungsweise ich habe zweimal im Kader 200 Punktprämie bekommen. Nee, einmal nur. Gegen Bayern habe ich Punktprämie bekommen. Da haben sie einen Punktcode. Gegen Wolfsburg haben sie keine. In Belgien haben wir viel gewonnen. In Slowakei haben wir viel gewonnen. In Wiesbaden haben wir auch nur Erfahrung gewonnen. Also es wäre zum Beispiel extrem rasant nach oben gegangen. Hätte ich bei Hertha 5 Spiele gemacht und hätte da einen ordentlichen Vertrag unterschrieben, dann hätte ich da 60.000 oder sowas bekommen, wenn du. Weil die ersten Probeverträge sind immer so ungefähr 10.000 oder sowas. Also nicht nur bei Hertha, auch bei anderen. Oder bei Zweitligavereinen ist es nur 5.000 mäßig. Und wenn du halt ein paar Spiele machst, dann kriegst du halt so einen schlechteren Spielervertrag. Also sowas wie die Spieler im Verein, die am wenigsten verdienen, sowas bekommst du dann. Und wenn du schon ordentlich gespielt hast, wenn die wissen, ja okay, die können mit dir rechnen, sowas wie Jordan oder sowas, dann kriegst du einen guten Vertrag. Das war der erste Teil vom Video. Der zweite wird noch kommen mit weiteren Fragen, weil es einfach zu lang ist. Ich kann hier kein 1-Stunden-Video hochladen. Der zweite Teil wird kommen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Viel Spaß mit dem nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen, komm vorbei. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur, dass ich raus bin. Dein Wingman. Check mit Karte. Cooles Video, hat Spaß gemacht.